Okay, Ryan Jones, first of all, congratulations. A great win tonight. How do you feel now? Yeah, it's obviously nice to win, but we haven't done anything yet, you know. Like, nobody will remember next year who won in the quarterfinals, so we got a lot of work to do. Obviously, we're happy with you know, getting to move on and be in the top four, a chance to play for a championship, but still a lot of work to do. Which were the crucial moments of this game tonight? The goals, I guess. I don't, and, you know, they pushed back a little bit in the second period, but we did a good job of just continuing to get the pucks out when we needed to, and ultimately we did what we needed to win. There were some areas that we could have been better, but it doesn't matter. It was the 10th game in 20 days. How tired are you? I haven't played that many. I've only played 6, so I still got some gas in the tank for sure. Okay, and last question. Now Munich, what do you expect? I mean, they're a good hockey team. You know, they didn't finish first for no reason. So they're a deep squad with some mobile D. So you know, we'll see what the game plan is after looking over some video. But to be honest, you don't look ahead until you need to. Okay, thanks a lot and good luck. And on making the semifinals, what was the key to the game today? Well, I mean, we haven't been playing the greatest on the road, so I mean, we wanted to come out with a simple game, lots of support, and play like we do at home. And you know, with the win, we give ourselves another opportunity, another chance, and we're all having fun right now. I mean, 2 months ago, if you would have said we would be in the semifinals, I mean, a lot of people would have probably taken it as a joke. But you know, we're along for the ride, and so far it's fun, and it's good. It has been a pretty disciplined game. Everybody was sticking with the system as opposed to the last two games here. Was that a main focus today? Yeah, for sure. I mean, a lot of ups and downs during the game, so you got to stay with the system. You can't get away from it. And, you know, tonight we did a good job. Even though they scored 2 quick goals and got back in the game, we stuck with it and stuck together. How important was the second intermission in terms of coming at the right time? Yeah, I mean, it couldn't have came sooner, I guess. But yeah, it was good to recover and regroup and come back out in the third and play with the lead. I mean, 3-2 in this building, I mean, it's a pretty good spot to be in on the road, game 7. So, I mean, they had to hunt us. Yeah, it was a good, simple game. At what point did you start watching the clock? You know, I mean, clock plays a factor for them, I thought. I mean, for us, we're just chipping pucks out, getting pucks in deep, trying to forecheck, taking away their options, and it worked out for us. What are you expecting from a series against Munich? It's probably far away right now. Yeah, it's not going to get much easier than Berlin, so I mean, they kind of sort of forecheck the same way. They deep pinch, so I mean, it's going to be a good series. It's going to be almost the same as this one. Schreibt mal ein bisschen gerade die Emotionen. Ja, ist natürlich super. Wir sind sehr froh, erleichtert. Wir freuen uns.
Aber wir wissen natürlich, dass jetzt die richtige Arbeit losgeht und wir alles dafür tun, ins Finale einzuziehen. Was war los in der Kabine eben? Ja, wir haben uns natürlich gefreut. Paar Ansprachen, eigentlich nichts Besonderes, genauso wie nach jedem Sieg. Und das glaube ich nicht. Das ist heute ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Was war denn heute ausschlaggebend? Ja, ich glaube, wir haben einen guten Start gehabt mit dem 1-0. Ich glaube, es hat uns sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Natürlich haben wir dann die anderen zwei Tore zu einem guten Zeitpunkt geschossen. Aber ja, die Berliner haben sich dann gut zurückgekämpft und ja, wir haben es dann solide zu Ende gespielt. Dann gab es aber ein bisschen so Zittermomente, Ende zweite Drittel, wo ihr dann auf einmal unter Druck geraten seid. Wie hast du das gesehen? Ja, so kann man das sagen, Zittermomente, aber wir hatten das in Köln, hatten wir das Gleiche. Und wir haben als Mannschaft einen Weg da rausgefunden und ich glaube, zum Schluss verdient gewonnen. Was sollst du sagen? Saches. Ja? Ich dachte, ja, Saches vielleicht. Ziel gesetzt. So ein kleines Wort, kleiner Insider. Aber da war ein bisschen Düse im Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten ja, was da auf dem Spiel steht. Ein Spiel 7 ist immer voller Emotionen, voller Energie. Und das ist für solche Spiele spielt man Eishockey. Und jetzt sind wir umso erfreuter, dass wir es auch gewonnen haben. Danke. Bitte. Eine harte Serie wie gegen Berlin. Die haben eine sehr gute Mannschaft. Aber wenn wir unser Spiel bringen, dann werden wir die schlagen. Ganz ehrlich, wie müde bist du jetzt nach 10 Spielen in 20 Tagen? Ja, heute waren dann die Kräfte schon ein bisschen am Ende zum Schluss, aber das hilft alles nichts. Im Playoffs geht es immer weiter. Danke. Okay, viel Erfolg noch. Ja, danke, ciao. Wir haben eine schwere Phase gehabt, fast das ganze Jahr. Aber intern haben wir immer eine gute Truppe gehabt. Der Charakter in der Mannschaft hat immer gestimmt, die Stimmung hat immer gepasst. Und wir haben gewusst, wenn wir zusammenrutschen, wenn wir uns fokussieren, wenn wir unser tatsächliches Vermögen aufs Eis bringen, dann können wir auch Großes erreichen. Und jetzt haben wir Mannheim ausgeschaltet, jetzt haben wir eine unglaubliche Serie Berlin ausgeschaltet und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Du hast die Mannschaft heute auf die Siegerstraße gebracht mit dem 1-0. Ein eiskaltes 1-0. Beschreib mal, ich meine, da waren ja gar keine Nerven im Spiel. Ja, na gut, wir trainieren ja auch sehr viel. Ich glaube, mit Gugi und mit dem Salle funktioniert es einfach momentan sehr gut. Auch in der Serie gegen Mannheim schon. Wir leben alle von unserer Geschwindigkeit. Und die Scheibe ist so schnell nach dem gewonnenen Bulli, Seite verlagert, schnell raus, Doppelpass rüber zu mir und ich kriege die im vollen Lauf. Und nutze natürlich dann meine Chance gegen den gegnerischen Mittelstürmer, weil der nicht natürlich das gewohnt ist, immer rückwärts laufen zu müssen. Und gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass die Scheibe dann so beim Verteidiger vor allem durchgeht. Aber wie gesagt, vorm Tor habe ich mein Selbstvertrauen. Ich weiß, was ich da machen will. Und wenn es dann so funktioniert, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Wusstest du schon vorher, wie du ihn reinmachen willst? Ich wusste, was ich machen will. Wir wussten, dass der Vehanen ein Goalie ist, der sehr schnell runtergeht. Das heißt, wenn wir mit Speed kommen, versuchen wir den von Ost-West, wie man so schön sagt, zu treiben. Und dann hast du zwei Optionen. Entweder die Beine sind offen und du schiebst sie schnell durch. Oder du gehst noch einen Schritt weiter und versuchst, die Fanghand hoch reinzuschieben. Und wenn du natürlich die Lücke siehst, dann nutzt du natürlich die erste Lücke, die sich kippt, nutzt du natürlich aus. Dann habt ihr nachgelegt, 3-0 vorne. Ja. Hat man schon ein bisschen durchgeatmet und dann kam Berlin auf einmal wieder ran. Und dann, ja, und dann gut, ich meine, es ist kein Selbstläufer hier. Berlin hat eine Top-Mannschaft, hat in der ganzen Serie schon Phasen gehabt, wo wir unglaublich viel in die Defensive gedrängt wurden. Und so war es dann heute auch wieder, haben sich dann natürlich auch belohnt für den Aufwand, den sie dann da die 5-6 Minuten Ende des zweiten Drittels betrieben haben. Wobei natürlich das zweite Tor, glaube ich, eine fragwürdige Situation ist. Wir haben es am Videowürfel gesehen. Bis jetzt noch nicht verständlich, wie das kein hoher Stock sein kann. Aber wie gesagt, wir haben uns davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben in der Kabine durchgeschnauft, haben uns auf uns fokussiert und haben, glaube ich, im letzten Drittel konsequent hinten verteidigt und hätten, um das Ganze zu beruhigen, einen unserer Konter ordentlich zu Ende spielen können. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so spannend gewesen, aber letztendlich sind wir einfach unglaublich happy, Spiel 7 in Berlin zu gewinnen. Wie gesagt, das ist kein Selbstläufer, das ist eine super Mannschaft, die haben das ganze Jahr oben gestanden und wir sind einfach froh, im Halbfinale zu stehen. Das war